Aufgenommen. So, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie HSV Hamburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Zur Halbzeit stand es 15:19 und am Ende 32:36 für unsere Gäste. Ich begrüße den Gästetrainer Sebastian Hinze und den Hamburg-Trainer Toto Jansen. Sebastian, ihr habt gewonnen, dafür Glückwunsch, dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ja, wir haben gewonnen und darüber sind wir sehr, sehr glücklich. Sehr, sehr schwierige Auswärtsaufgabe. Ich glaube, dass wir in den ersten 20 Minuten für unser Niveau nahezu perfekt gespielt haben. Abwehr, Tempospiel, Ballgeschwindigkeit im Angriff, Chancenverwertung, das war schon auf allerhöchstem Niveau. Dann haben wir in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit auch dann in der einen Phase sicherlich unser Unterzahlspiel, das, was heute nicht stabil war, wo wir dann in Unterzahlsituationen die technischen Fehler machen, dann die Empty-Goal-Geschichten bekommen, jede Unterzahl auch deutlich und schnell verlieren. Plus, ich denke, dass auch das 19:15, also auch wenn man sich vielleicht ein bisschen ärgern kann, dass es nur vier sind, völlig in Ordnung geht, weil viel für uns lief auch in den ersten 20 Minuten. Von daher glaube ich, das ist ein gerechtes Ergebnis für uns, mit dem wir in die Halbzeit gehen haben. Nach der Halbzeit finde ich dann ein bisschen Pech. Erst, ja, ist kein Pech, wir kriegen eine Zeitstrafe, sondern eine doppelte Unterzahl. Und dann haben wir aber so eine kleine Phase, wo wir zweimal den Abpraller kriegen, einen Steal haben und ihnen direkt den Ball dann geben, aus dieser Idee ins Tempospiel zu gehen. Das ist ein Risiko, was wir gehen, das ist dann sehr, sehr ärgerlich. Und dann wird es ein Spiel, weil wir auch diese breite Kreisaktion sehr, sehr lange nicht gut verteidigen, erst mit der Hereinnahme von Ime Gislason, was natürlich dann kippen kann. Also wenn du diesen Vorsprung dann aus der Hand gibst, warum auch immer, und dann ist es die Parade von Appelgren und dass wir diese Hoheit übers Spiel haben beim 7 Meter, dass wir immer wieder in Führung sind, natürlich vernünftige Chancen kreieren und die auch reinmachen, also unsere Wurfquote heute sehr, sehr gut. Aber am Ende ist es dann ein Spiel, so ehrlich muss man sein, was kippen kann. Wir sind froh, dass es nicht gekippt ist. Und dann ist es aber in den letzten 3-4 Minuten auch wirklich sehr, sehr gut gespielt von uns. Danke. Vielen Dank. Toto. Guten Abend. Sehr viel Glückwunsch. Letzten Endes natürlich ein verdienter Sieg. Ja, ich glaube, er hat es ja eben auch schon ausführlich analysieren können. Die ersten Viertelstunde war irgendwie von uns gar nichts zu sehen, weder Körpersprache noch das, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Allein die erste Aktion schon, wir verteidigen super, 1 Minute 30 Angriff und machen dann vorne ungeduldig die erste Möglichkeit aufs Tor zu werfen und damit haben wir, glaube ich, 10 Sekunden damit verbracht und um uns dann wieder in die Abwehr zu stellen, das lief dann so ein bisschen weiter. Mussten wir zweimal Auszeit nehmen, jetzt nochmal beruhigen, neue Ansätze. Mit Wechsel war ja relativ überschaubar. Ja, und dann kämpfen wir uns bis zur Halbzeit super ran. Also, ich glaube, es war relativ deutlich zu sehen, dass wir scheiße gespielt haben und trotzdem nur mit 4 Toren zurücklagen. Und das hat uns dann auch wieder Mut gegeben, um in der zweiten Halbzeit uns eigentlich direkt in Schlagdistanz zu bringen. Und dann ist es ein Spiel, das ja, läuft hin und her, hin und her, hin und her. Unentschieden, eins vor, unentschieden, eins vor, unentschieden. Dann haben wir, glaube ich, 4-mal die Chance, mal in Führung zu gehen, was psychologisch sicherlich auch mal wichtig gewesen wäre. Schaffen das aber nicht. Und ja, letzten Endes sind dann die ein oder andere Entscheidung ist dann ja, in so einem engen Spiel kann dann zur einen oder zur anderen Seite gehen und bekommen für ja, 7 Meter beim Durchbruch von Live mal nicht, der auch schon mal gegeben wurde. Auf der anderen Seite bekommst du dann wieder einen, dann steht es wieder eins vor. Die Szene von Maygott habe ich jetzt gar nicht so richtig gesehen. Für mich war es ja, schon am Trikot gezogen und dann konnte er nicht mehr kontrolliert werfen. Aber dann bekommen wir anstatt ein Tor bekommen wir eine Zeitstrafe und sind dann wieder in Rückwärtsbewegung. Schade. Zweimal irgendwie Kreis von Lindenkrone nicht gepfiffen, ja, ohne jetzt auf die Schiedsrichter einzuprügeln, aber ja, das sind dann 3-4 Sachen, die da vielleicht nicht zu unseren Gunsten laufen und zudem haben wir dann auch im Torwartspiel deutlichen Nachteil und
dann geht es so aus, wie es ausgeht. Aber insgesamt kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, die haben alles reingehauen. Natürlich, das kann man erwarten, das muss man erwarten. Und wenn man dann ein Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen verliert, dann verliert man es. Auch in der Personalkonstellation. Ja, wir spielen Donnerstag in Gummersbach und versuchen da alles rauszuhauen. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Bitte. Die absolute Stabilität im letzten Bundesligaspiel. Er hat jetzt eine Pause bekommen in der Euroleague. Und das war einfach, dass er wirklich in dem Spiel zu Hause gegen Wetzlar unfassbar gut war, uns unfassbar viel Sicherheit gegeben hat am Anfang des Spiels. Und dann war das jetzt die Entscheidung heute, dass wir gesagt haben, dass wir ihn auswärts auch mit ähnlichen Abschlusssituationen, die wir erwarten, dass wir ihm da auch das Vertrauen geben. Gute Frage, warum hat Juri heute bekommen und nicht jetzt? Ja, Bauchgefühl, ne? Wenn man der Quote Glauben schenken mag, dann ja. Wenn du auf die drei Tore guckst, die Sebastian da hat, was geht einem da durch den Kopf als HSV? Ganz schön kompliziert, hoffentlich. Was soll ich sagen? Das ist rein hypothetisch gesprochen. Was soll ich da jetzt für einen stabilen Torwart wünscht man sich immer und eigentlich haben wir erfahrene Jungs, aber bei dem einen ist gerade irgendwie ein bisschen durcheinander, vielleicht aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich sie wüsste, hätte ich sie schon behoben oder wir hätten sie gemeinsam behoben, aber das ist durchaus komplexer. Gibt es weitere Fragen? Gut, das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank. Euch eine gute Heimreise. Und das nächste Heimspiel ist dann das Achtelpokalspiel gegen Eisenach am 12.12. um 19 Uhr in der Sporthalle Hamburg. Bis dann.